Head down. Ja! Hallo Leute, heute zeigen wir euch einen richtig süßen Hundetrick. Den können sowohl Erwachsene als auch Welpen lernen. Bei Welpen achtet bitte darauf, dass euer Hund pro Lebenswoche nur eine Minute am Tag trainiert. Das heißt, darunter fallen auch Sitz, Platz und an der Leine laufen. Alles, wo der Hund sich extrem konzentrieren muss. Das heißt, habt ihr einen 8 Wochen alten Welpen, sollte er am Tag nicht mehr als 8 Minuten intensiv irgendetwas lernen. Fox kann den Trick schon seit er ein Welpe ist. Ich habe damals mit dem Klicker angefangen, dadurch hat er sehr viele Tricks sehr, sehr schnell gelernt. Wenn ihr mehr zum Klickertraining erfahren wollt, dann drückt hier oben auf das i. Da haben wir schon mal ein Video zu gemacht, wie man das Klickertraining aufbaut. Dazu müsst ihr aber bitte den Untertitel anschalten. Den Trick zeige ich euch jetzt mit Fox noch einmal. Und dann zeige ich euch, wie man den Trick aufbaut. Dazu benutze ich aber meine anderen zwei Hunde, die kennen den Trick nämlich noch nicht. Head down. Ja! Für diesen Trick muss euer Hund schon das Kommando Platz beherrschen. Wenn er das kann und der Hund auf den Klicker gewöhnt ist, müsst ihr nur das Leckerchen dicht am Boden halten und am besten so, dass der Hund es nicht sieht. Und wenn der Hund mit der Nase den Boden berührt, klicken wir. Euer Hund muss dafür den Kopf ein bisschen strecken. Dann könnt ihr euch nach und nach ein bisschen auch vor den Hund platzieren, wenn er das verstanden hat, was er machen soll. Super. Super. Und das könnt ihr dann nach und nach mit einem Kommando belegen. So, jetzt das Ganze noch mit Lancelot. Lancelot ist nicht an den Klicker gewöhnt, von daher muss ich das jetzt im richtigen Moment belohnen, wenn er das Verhalten zeigt, was ich möchte. Das heißt, ich zeige ihm den Keks und halte das mit geschlossener Hand in die andere Richtung. Ja, das war gut. Ja, das ist halt deutlich schwieriger im richtigen Moment zu loben. Vor allem, weil er nicht den Hals streckt, wie er soll. Ja, das war gut. Richtig schön. Das war klasse. Ja. Nein. Ja, gut. Das wollte Fräuchen sehen. Und wenn er anfängt rumzuhampeln, muss er einen kurzen Moment pausieren, dass man wieder die volle Aufmerksamkeit hat. Wenn der Hund jetzt dazu neigt, viel zu krabbeln, kann man auch hinten leicht draufhalten, sodass er... Ja, super! Einfach nur drauflegen, die Hand. Dass er nicht direkt... Ja! Dass er nicht direkt anfängt, loszukrabbeln, dass er einen ganz kleinen Widerstand spürt. Ja, das war gut! Ja, toll! Bei ihm wird das jetzt natürlich deutlich länger dauern, da er nicht geklickert ist, als bei Tara und Fox. Weil man einfach mit der Stimme nicht ganz so präzise ist. Auch bei einem Erwachsenenhund gilt, nicht überfordern, immer schön langsam machen. Deswegen mache ich jetzt auch keine weitere Übung mehr mit Lancelot, weil 1 bis 2 Minuten sind vollkommen ausreichend, auch für einen Erwachsenenhund am Stück. Deswegen bei Welpen lieber eine halbe Minute üben, da schafft man genug. Mit Fox habe ich damals, als er Welpe war, angefangen mit Klickern die erste Woche und danach hat er morgens eine halbe Minute und abends nochmal eine halbe Minute trainiert. Dann, als er so 12, 13 Wochen war, habe ich es auf eine Minute gesteigert, eine Minute morgens, eine Minute abends und auch heute übe ich nur 2 Minuten am Stück mit den Hunden. Das reicht vollkommen aus. Wenn der Trick fertig aufgebaut ist, kann man ihn super bei Fotoshootings verwenden oder auch einfach bei Feiern, um seinen Hund noch ein bisschen niedlicher dastehen zu lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was für Anleitungen für Tricks wünscht ihr euch noch? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Hier unten findet ihr das Video zu mehr Hundehaltung bzw. ob man sich einen zweiten Hund anschaffen soll, mit den Voraussetzungen, ob ein Erwachsener oder lieber ein Welpe einziehen soll. Und hier findet ihr das Klickertraining von uns. Und hier unten auf Fox Gesicht könnt ihr uns abonnieren für mehr.